Ja, hallo liebe Rapid-Fans, einen schönen Mittwochabend aus Hütteldorf. Es ist endlich wieder soweit, internationaler Matchtag minus eins, wie es ja immer heißt in der UEFA-Sprache, Matchday minus one. Das Abschlusstraining steht am Programm für unsere Mannschaft. Morgen um 21 Uhr heißt es Rapid gegen Debrecen aus Ungarn. Wir freuen uns auf ein sehr gut gefülltes Stadion in Wien-Hütteldorf. Über 16.000 Tickets sind ja bereits abgesetzt. Und jetzt gibt es eben das Abschlusstraining hier am Trainingsplatz gleich neben unserem Stadion. Und wie üblich, traditionell, nehmen wir euch auf Rapid TV mit ein paar exklusiven Impressionen mit und schauen jetzt gleich mal rein ins Aufwärmen, das natürlich geführt wird von unserem Athletiktrainer, von Martin Meyer, der unsere Spieler jetzt gleich mal aufwärmt. Hier, wie gesagt, beim Abschlusstraining. Vor einer guten Stunde gab es die Abschlusspressekonferenz mit unserem Cheftrainer Zoki Barisic und Thorsten Schick. Gibt es auf Rapid TV auch schon zum Nachsehen. Natürlich haben wir auch schon die Stimmen vor dem Spiel online und eben jetzt auch ein paar Impressionen hier vom Training. Wir sehen einen großen Kader hier am Spielfeld. Eigentlich alle mit dabei, auch Ante Bajic ist wieder im Training mit dabei, der zuletzt verletzt war. Also das ist einmal auf jeden Fall positiv. Und dann hoffen wir natürlich, dass es am morgigen Donnerstag so weitergeht wie zuletzt am Samstag zum Bundesliga-Heimauftakt gegen Altach. Das 4:0 hat uns natürlich alle sehr, sehr gut getan. Und morgen soll eben eine gute Ausgangsposition geschaffen werden für das Rückspiel. Das gibt es ja dann schon nächste Woche. Ebenfalls Donnerstag 21 Uhr Spielbeginn in Ungarn, in Debrecen. Das startet morgen Donnerstag um 11 Uhr für Mitglieder und Abonnenten der Vorverkauf. Für den Gästesektor, auch für die Lenkseiten-Tickets in Debrecen. Das Ganze wie immer erhältlich im Fankorn in Hütteldorf oder online unter rapidshop.at. Und es gibt auch noch ein paar Restplätze bei unseren zwei Busreisen. Gibt es eine Reise am Matchtag selbst, am Donnerstag in der Früh nach Ungarn und nach dem Spiel retour. Und eine Zweitagesreise gibt es auch mit Abfahrt am Mittwoch Vormittag und Donnerstag nach dem Spiel retour. Gibt es noch ein paar Restplätze, einfach im Fancorner vorbeikommen oder unter rapidshop.at buchen. Ja, unsere Gäste aus Debrecen sind am Nachmittag in Wien-Schwechach gelandet, werden dann um 19.45 Uhr die obligatorische Pressekonferenz hier bei uns im Stadion durchführen und um 20.15 Uhr dann ihr Training bestreiten. Und sowohl unser Training als auch das Training unserer Gäste jeweils 15 Minuten für Medien geöffnet und dann der Rest als geschlossene Einheit. Und morgen um 21 Uhr heißt es dann eben Rapid gegen Debreceni VSC, wie sie genau heißen. VSC auf Ungarisch tue ich mir persönlich ein bisschen schwer, aber übersetzt heißt es Eisenbahner Sportverein. Aus Debrecen. Also das auch eine Side-Info. Ja, für alle, die morgen nicht im Stadion mit dabei sein können, ORF1 überträgt das Spiel live. 21 Uhr, wie gesagt, der Spielbeginn. Aber es wird, wie schon vorher erwähnt, eine sehr, sehr lässige Kulisse morgen Abend werden. Erstes internationales Spiel in dieser Saison. Flutlichtspiel, 21 Uhr in Hütteldorf. Das wird sicher wieder ein besonderer Europacup-Abend und hoffentlich dann auch aus sportlicher Sicht ein erfolgreicher. Eine auch sehr wichtige Info für alle, die morgen im Stadion sind, haben wir heute im Laufe des Nachmittags schon auf unserer Homepage
veröffentlicht auf Initiative unseres Geschäftsführers Steffen Hoffmann, wird für die Hochwasseropfer in Südösterreich, vor allem in Kärnten und der Steiermark, gesammelt. Es gibt eine Spendenauktion dann in den nächsten Tagen. Man kann jetzt schon unter rapidschau.at generell spenden und eben für alle Stadionbesucher morgen, wenn ihr auf den Becherpfand verzichtet und den Becher bei einem Fanshop-Kiosk zurückgebt, das ist ganz wichtig, nicht beim normalen Kiosk, sondern beim Fanshop-Kiosk, dann wandern 2,50 € direkt in die Spendenbox und man hilft den Menschen, die hier doch sehr stark betroffen waren in den vergangenen Tagen. Das Matchentrikot vom Gute Burgstaller wird es dann auch ab Freitag zu ersteigern geben, ebenso seine Fußballschuhe, Burgi, der aus Kärnten kommt. Ist auch sehr wichtig und möchte hier auch ein Zeichen setzen und deswegen laden wir alle Rapid-Fans ein, hier mit dabei zu sein. Also, liebe Rapid-Fans, das waren ein paar Eindrücke hier vom Abschlusstraining unserer Mannschaft am Trainingsplatz gleich neben unserem Stadion. Nochmals die Einladung für alle, die noch keine Tickets haben, morgen um 21 Uhr mit dabei zu sein. Tickets sind natürlich weiterhin erhältlich, morgen ab 11 Uhr im Fancorner, dann später natürlich an den Stadionkassen und jederzeit online unter rapidshop.at. Und für alle, die nicht mit dabei sein können, wie schon vorher erwähnt, OF1 überträgt live 21 Uhr das Spielbeginn. Rapid gegen Debrecen aus Ungarn, das Hinspiel in der dritten Quali-Runde der UEFA Europa Conference League. Wir freuen uns auf eure Unterstützung und sagen jetzt einen schönen Abend aus Hütteldorf. Bis morgen.